Ja, meine Freunde, und da stehe ich jetzt am Parkplatz hier in Gmunden. Die Sonne scheint gerade so wunderbar daher, also muss man gleich ausnützen, um die Batterie wieder ein bisschen zu laden. Ja, bin ja jetzt, wie gesagt, ein paar Tage unterwegs, wieder am Wochenende, von Freitag auf Samstag und von heute auf Sonntag noch. Und da ist es natürlich immer gut, wenn man Strom hat. Das ist natürlich super, super, weil da kann ich dann natürlich auch gleich ein paar Videos schneiden. Viel Material habe ich ja heute wieder gesammelt von der Bergtour mit ein paar Erkenntnissen. Ja, werden wir ja dann eh gleich sehen. So, meine Lieben, jetzt bin ich da, soweit der Bus fahren kann. Und jetzt gibt es eine herrliche Wanderung auf den Traunstein hinauf. Und jetzt schalte ich nochmal kurz um auf den Traunsee. Ja, da unten liegt der Traunsee. Auch einer der größeren Seen in Österreich. Super schön gelegen, natürlich mitten in den Bergen. Das ist jetzt einmal so die Zufahrt oder der Weg dahin, und dann kommt nochmal der Einstieg zum Klettersteig, und da sehen wir uns dann wieder. Tschüssi! Naja, meine Freunde, und da am Grat geht es halt dann entlang hinauf. Von hier unten auf den Traunsee sieht man schon ein bisschen besser. Wunderbar, das Wetter, Traun. Jetzt kommen wir gleich zum Einstieg des Naturfreundesteigs auf den Traunstein. Na, da ist er angeschrieben, und da geht's rauf. Gut, das ist der Einstieg, ist einfach teilweise versichert. Also gut, meine Lieben, jetzt geht's los. Wir sehen uns später wieder. So, und gleich haben wir so nach 5 Minuten eine schöne Höhe erreicht, wenn es einfach so gleich mal so steil bergauf geht. Und das sind halt so Stellen, wenn man da rauf geht, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ach, weil ein Fehltritt und man fällt auch hinunter. Es ist anstrengend. Jetzt bin ich bei der Leiter angelangt. Das ist so eine Schlüsselstelle. Es ist einfach wichtig, wenn man solche Klettersteige geht, wo man etwas nicht abgesichert ist, also mit Seil, wo man normalerweise dann gut hat, mit Seil, wo man sich absichert. Man muss einfach konzentriert bleiben. Es ist nicht die Technik das Gefährliche, sondern eher, dass man vielleicht kurz schwindlig wird oder sonst irgendwas. Also da wirklich langsam hinaufgehen. Ja, und einfach Schritt für Schritt gehen langsam. So, ich bin jetzt eher ein bisschen blöd, weil ich habe das Handy in der rechten Hand. Kann mir nur mit der linken Hand anhalten, darum bin ich auch sehr langsam. Ja, und da geht es noch ein bisschen rauf. Wie gesagt, das ist auch so eine kleine Schlüsselstelle, auch die ist nicht ohne. Vor allem die ist richtig ausgesetzt. Ausgesetzt heißt einfach, wenn es dann runter geht. Ja, wenn man stolpert, Freifall. Das ist ausgesetzt. Und wie gesagt, da muss man aufpassen, konzentriert bleiben.
Ja, liebe Leute, boah, es zahlt sich, sagt man in Österreich, es zahlt sich, also es ist anstrengend. Der Traunstein ist einfach eine Herausforderung, der ist sehr, sehr steil durchwegs. Und ja, auch immer wieder, wie wir gesehen haben, so leicht ausgesetzte Stellen ist nicht ohne. Und ja, ich bin schon ein bisschen am Kämpfen. Also jetzt bin ich heuer nicht gewohnt, weil bis jetzt habe ich das, was ich so gemacht habe, mich habe ich relativ leicht da. Und heute kämpfe ich, aber heute kämpfe ich richtig und es ist noch weit. Ja, meine Lieben. Ja, und was ich euch mitgeben möchte, was gut ist für die Fitness grundsätzlich und vor allem für die Kraft fürs Herz, für die Energy, ist neben Natron auch CDL. Ja, Chlordioxid. Mache jetzt eine große Werbung. Das macht Sauerstoff in den Mitochondrien. Und was auch noch ganz wichtig ist, Kalium. Kalium, Magnesium. Fürs Herz und eben auch für die Energie. Da gibt es die Kalium-Natrium-Pumpe. Das ist ganz was Wichtiges. Wenn Kalium abgeht, dann ist die Energie flöten. Dann hat man keine Kraft. Das ist ganz wichtig. Deswegen nehme ich ja immer wieder zusätzlich Kalium zu mir mit Magnesium. Leute, ich kann es euch gar nicht sagen, ich bin so fertig. Und es ist noch so weit. Ich bin jetzt gute 2 Stunden unterwegs, hätte mir echt nicht gedacht, aber heute ist es so zäh, so zäh. Ja, da haben wir jetzt einen spannenden Abschnitt. Man sieht ja im Video, im Film, die Steilheit nie ganz so. Also da geht es irgendwie rauf, bin ich gespannt. Spannend. Ja, und immer wieder der Blick nach unten, der Traunsee, die umliegenden Berge. Es ist schon ein Traum, wo wir leben. Gell. Spannend. Ja, es ist eine richtige Kletterei. Nicht ohne, meine Freunde, zum Reden da. Ja, ich schätze noch so 20, 25 Minuten. So, meine Freunde, jetzt habe ich mal die erste Etappe erreicht. Bin herum beim Naturfreundehaus. Und da hinten ist der Traunstein. Das sind nochmal so, ja, weiß nicht, so 110, 120 Höhenmeter. Also nochmal eine gute halbe Stunde zum Gehen. Ja, und ich bin schon mega, mega fertig. Gut, jetzt habe ich gerade mein Testergebnis bekommen vom PCR-Test. Ja, nicht nachgewiesen. Das heißt, ich darf mich jetzt mal bis Montagmittag aus meinem Bezirk raus bewegen. Man, wenn ich mal draußen bin, ist es eh wurscht, aber damit ich rauskomme. Es ist wirklich so fantastisch, die Zeit. Ja, super. Man wird so genügsam. Ja? Da freut man sich plötzlich, dass man mal. Nein, ich mag's. Ja, es ist herrlich. Ich gehe jetzt einfach wieder. Ja. Herrlicher Ausblick auf die Bezirks- und Keramikstadt Gmunden. Ja, ich weiß nicht, ob man sieht, da unten ist das Schloss Ort,
Da gab es eine Serie im Fernsehen, ich glaube in den 80er oder 90er Jahren, Schlosshotel Ort. Ja, das war da. Ja, und da haben wir den kompletten Traunsee quasi in seiner kompletten Länge. Wenn mich nicht alles täuscht, sind das auch immerhin 12 Kilometer oder so herum. 10, 12 Kilometer lang. Ja. So, da mittlerweile bin ich wieder beim Absteigen. Das ist jetzt eine andere Route. Auch sehr steil, aber nicht so ausgesetzt und jetzt in dem Sinne kein Klettersteig. Ja. Trotzdem ist runtergehen immer sehr mühsam und ich habe mir schon gedacht, ich hätte meine Stecken mitnehmen sollen, also die Wanderstecken, weil das ist beim Runtergehen natürlich perfekt. Immer gut zum Abstützen, aber es war halt so fürs ja, vorher. Ich habe mir gedacht, ich nehme es nicht mit, keine Ahnung, jetzt ärgert es mich. Aber gut, so ist es einfach. Ja, super geile Gegend, ich schalte da mal um, Freunde. Canyon, darunter, da drüben ist wieder der See, ist ein Teil davon. Ja, hat schon was. Ja, jetzt geht der Wind ziemlich, ich weiß nicht, ob die Qualität des Tones diesbezüglich leidet. Aber was mir so viele Gedanken unterkommen, ich meine, nichts Großartiges, aber es ist so spannend, weil wenn man am Berg geht, und zumindest fällt es mir heute speziell auf, weil relativ viele Leute rauf und runter gehen immer wieder. Und ich mit einigen immer wieder so ein bisschen ins Gespräch komme, einfach weil man halt vielleicht einfach irgendwie sagt, wie geht's, oder die Fragen halt, ne? Wie lange dauert es noch, weil viele gehen ja erst drauf. Und ja, und was irgendwie so ganz klar ist, keiner fragt und keinen interessiert im Augenblick das Thema Corona. Ja? Es ist mir egal, es ist jedem egal offensichtlich, der jetzt geimpft ist oder nicht. Ich glaube, da denkt einfach auch keiner dran. Ja? Zumindest die meisten. Ich jetzt im Augenblick schon. Aber was ich damit sagen will, ist, wir müssen uns, oder es ist einfach auch wichtig, sich auf anderes zu konzentrieren. Ja? Und wenn es eben nur auf den Berg gehen ist, ja, da ist man abgelenkt, beziehungsweise nicht abgelenkt, sondern fokussiert auf den Berg. Viele Menschen müssen sich natürlich anstrengen, wenn sie auf den Berg gehen. Ja, das ist also eine spannende Mischung. Einerseits ist es sehr faszinierend und natürlich werden viele Glückshormone ausgeschüttet bei Bewegung und bei Anstrengung. Und andererseits ist es halt einfach auch anstrengend, aber das fokussiert, wenn was anstrengend ist und wenn mich was überwältigt und wenn ich wo drinnen bin, und Berg gehen ist halt auch so eine Möglichkeit, wo man wirklich fokussiert ist, ja, dann bei dem ist, was man macht, und zwar beim Gehen, die meisten halt, ja. Und da ist das Thema Corona einfach nicht präsent. Nicht präsent. Und das ist fein, ja? Weil ich da einfach, wenn wir einfach Begegnungen haben, zueinander freundlich, wohlwollend, ungeachtet dessen, wer jetzt welchen Impfstatus hat. Also es ist damit, will ich sagen, es ist ganz, ganz wichtig für mich, ja, euch das mitzuteilen, zu sagen, wow, natürlich ist es wichtig, über Corona und alles Mögliche zu reden, aber wenn wir halt auf Facebook hauptsächlich nur noch dieses Thema sehen und auf den anderen Foren, dann haben wir bald so das Gefühl, als ob wirklich die ganze Welt nur noch im Corona-Wahn ist. Ja? Und ja, wir dürfen uns zum Großteil, wirklich auf anderes auch fokussieren. Weil wird ja deswegen nicht besser. Umso mehr, dass ich auf Corona schaue, umso blöder wird es dann teilweise, weil man natürlich darunter leidet. Ja, das wollte ich nur sagen. Wandern,
rausgehen, walken, Briefmarken sammeln, egal was einen halt einfach auch gefangen nimmt, ja, ist im positiven Sinne gefangen. So, da jetzt bin ich wieder herunten, zumindest vom steilen Berg. Das ist jetzt wieder ein normaler Wald- und Wiesenweg. Es sind nur 1-2 Kilometer zu gehen. Und dann bin ich wieder am See und von dort fahre ich dann wieder mit dem Shuttlebus zurück nach Gmunden. Und da freue ich mich jetzt echt auf einen Kaffee, weil einen Kaffee habe ich in der Früh nur einen kleinen mir gemacht heute. Also, wir sehen uns später. Jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, wo ich eingestiegen bin. Es sind noch 50 Meter bis dahin. Es ist nur kurz da, so wie es jetzt ist. Und dann immer wieder einzeln, aber sonst das meiste eher. Genau, da sind wir, bin ich aufgegangen und jetzt quasi von da hinten runter. Und ja, da kocht der Kaffee. Genau, ohne 3G. Ja, da kocht der Kaffee ohne 3G. Super, das reimt sich schön.